ihr Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es eher um ein Infovideo, wo ich euch einfach mitteilen wollte, wie es jetzt weitergeht bis Weihnachten und bis nach Weihnachten, also heißt im neuen Jahr. Und in diesem Video verpacke ich auch etwas, was mein lieber Mann mir geschenkt hat, denn ich muss nicht mehr länger mit dieser Kamera filmen, was ja auch bekanntlich mein Handy ist. Sondern ich habe etwas bekommen, das ich gleich auspacken werde. Ich bin schon ganz nervös, sozusagen ein vorzeitliches Weihnachtsgeschenk. Aber zuerst wollte ich euch darauf hinweisen, wie es nun weitergehen wird. Und zwar die nächsten 2-3 Wochen circa kommen, glaube ich, keine Videos oder 2 Wochen. Ich versuche es mal kürzer zu halten, weil wir einen Urlaub planen in die Heimat von mir. Und zwar zu meiner Family. Mal ein bisschen Urlaub machen vor Weihnachten und abschalten und die Kleine nochmal zeigen. Und in dieser Zeit mache ich vielleicht auch ein paar kleine Vlogs oder so. Aber vielleicht, also ich übertrage, wenn dann nur Sachen wie bei Instagram. Aber also Videos werden da jetzt wahrscheinlich keine kommen. Und deswegen wird erst nach dieser Urlaubszeit wieder Videos kommen. Wenn alles klappt, werden wir auch mit Ossi Fund, das ist ja auch ein sehr guter Freund von uns und ein Twitch-Streamer, den werden wir nämlich auch besuchen. Und da werden wahrscheinlich 2 Videos folgen. Ich glaube, das wird sehr lustig werden. Also ich freue mich da schon richtig mega drauf. Ich hoffe, dass alles klappt. Und zwar wird es nach dieser Urlaubsphase werde ich das erste Mal streamen. Ja, ich wage mich ein bisschen nach Twitch. Mal schauen, ich bin da noch nicht so erfahren damit und auch ein bisschen nervös, wenn ich daran denke, live zu gehen. Aber mal schauen, ich mache das und zwar werde ich das ganz chillimilli für euch praktisch in der Vorweihnachtszeit gemütlich und machen einen kleinen Backstream. Und das werde ich dann auch noch ankündigen für euch bei Instagram, also überall auf den ganzen Medien. Das verlinke ich euch dann wieder unten. Und da wird auch der Sauerbazi mit dabei sein und da werden wir einen kleinen Backstream machen. Vielleicht singen wir da auch ein paar Weihnachtslieder mit euch zusammen. Mal schauen, auf jeden Fall wäre es echt cool, wenn ihr da mal vorbeischauen könntet. Und da freue ich mich schon sehr drauf, weil eigentlich wollte ich das schon immer mal wagen, aber live gehen ist natürlich doch was anderes als ein YouTube-Video zu drehen, wo man Dinge bearbeiten und schneiden kann und ja. Aber mal schauen, wenn ich frag, dann ich gewinnt, ne? Und danach folgen dann praktisch die ganzen Videos, die ich jetzt im Urlaub drehe, folgen da danach. Also praktisch Mitte Dezember geht es erst wieder weiter. Das ist jetzt sozusagen mein letztes Video im November. Dann gibt es noch ein Silvester-Special, habe ich mir gedacht für euch. Ich werde aber auch davor einmal bei Sauerbazi bei ihm auch im Stream mit ihm live gehen, zusammen an Heiligabend, wer Lust hat. Schauen wir mal, was wir machen. Das darf dann der Sauerbazi alles verraten bei sich. Gebe ich euch aber auch noch Bescheid. Und dann im neuen Jahr folgen dann, ja, ich denke mal, das werde ich im Silvester-Special erzählen, sonst verrate ich euch ja so viel vorneweg. So, kommen wir nun zu diesem Thema, worauf ich und vor allem der Typ hier hinter der Kamera schon die ganze Zeit gedrängt hat. Mach mal auf, ich will es auch sehen. Ja, ich habe hier was bekommen. Ein vorzeitliches Weihnachtsgeschenk. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Hashtag No Werbung. So, ich packe das gute Stück mal aus. Ach schon, aufkriegt. So, als erstes haben wir hier, ich glaube, eine Kameratasche. Keine Sorge, das ist nicht das Geschenk. Die Kamera gibt es dann nächstes Jahr. Oh. Boah, das ist, fühlt sich echt cool, richtig weich. Wow, also das hier ist eine Kameratasche, damit man überall hin seine Kamera tragen kann. Finde ich wichtig und cool. Dann haben wir hier ein 16 GB Kärtchen. Puh, endlich mehr Speicherplatz. Das ist vor allem, hier steht 4K-Videos. Und, ihr habt es bestimmt im Einspieler ja eh schon gesehen, aber, tada, ich habe eine neue Kamera. Oh, das ist so toll. Endlich muss ich nicht mal mein Handy nehmen, sondern kann mit der Hand in der Kamera vloggen und aufnehmen.
Und ich denke mal auch, dass die einen guten Ton macht. Das hoffe ich. Wir werden das jetzt mal testen. Auch im Urlaub werde ich die mitnehmen. Und ja, ich freue mich da sehr, sehr, sehr drüber. Vielen Dank, Schatz, an dich, dass ich endlich hier mal sowas Tolles nutzen kann. Ich hatte noch nie so eine geile Kamera. Natürlich mache ich die jetzt auch auf und zeige mich nicht im Karton. Das könnte ja jeder sagen, machen. Da haben wir, wie es immer ist, erstmal eine Kurzanleitung mit CD dabei. Ne? Der Verkäufer war zu sehr, deswegen müssen wir sicher gehen, dass es nicht nur eine Verpackung ist, sondern auch mit Inhalt ist. Hast du gerade einen polnischen Witz oder so? Oder? Nee, zu sehr fühlt sich da schon richtig angesprochen. Okay, ja. Das hier sind für die Kamera, für das, wie sagt man das, zum Stativ oder so? Nee, das ist die Blende vorne. Ach, für die Blende. Ich kenne die Begriffe zwar nicht, aber das macht man vorne dran für. Hier war irgendwas hinten zu sehen. Ja, hier. Ja. Das lese ich mir dann in Ruhe durch. Ach ja, Gegenlichtblende, dass es nicht so blendet. Wenn es sonnig ist, dass man trotzdem schöne Aufnahmen machen kann. Keine Sorge, unsere Kleine liegt da hinten und macht hier ein bisschen Kasperle, aber der geht's gut. Die hat eine dicke Decke und da... Ich denke, sie kommt wieder Hunger, deswegen beeilen wir uns mal. Oh, schaut mal, wow. Also da... Ne? Kann man schon, denke ich, mir gute Aufnahmen machen. Ich muss mir auf jeden Fall einlesen. Ich bin hier nicht so begabt mit sowas. Aber wenn schon, denn schon. Dann muss man sich da auch mal mit auseinandersetzen. Oh, hier ist das gute Stück. Wow. Sehr, sehr cool. Die fühlt sich richtig gut an. Die liegt gut in der Hand. Wow. Und ich habe auch gesehen, das hast du auch gesagt, ne? Die hat hier, mal gucken, nicht, dass ich es kaputt mache. Ah ja, hier. Kann man dann natürlich dann auch sich selber. Du kannst den auch noch. So und ja. Dann so. Dann kannst du quasi Selfies. Und dann Selfies und sich selber auf den Hallo. Hi. Genau. Ich hatte sowas ähnliches, nur in ganz, ganz alt. Also niemals sowas. Ja, und das Schöne ist, jetzt habe ich endlich auch keine Probleme mehr, weil ich hatte immer mit meinem Handy Probleme, die Daten von dort auf meinem PC zu bekommen. Ich denke mal, das wird damit viel einfacher sein. Da ist noch was drin. Ja gut, das ist ein schickes Bändchen. Schulterchen. Ja. Ja, natürlich, muss ja auch irgendwo aufgeladen werden. Da ist Akku mit drin. Akkubehälter. Akku. Dann für PC übertragen die Kabel und natürlich, dass es in die Steckdose stecken kann, denn ohne Strom kann man nichts laden. Ja, das ist dann meine Aufgabe, die nächsten paar Tage mit dem auseinanderzusetzen. Und das Kind sagt, wir machen jetzt Feierabend. Ich danke euch fürs Zuschauen und wir hoffen alle mal, dass es in Zukunft bessere Videos mit besserer Qualität gibt. Gut, mit besserer Inhalt vielleicht auch, aber mit bessere Qualität gibt. Und ich danke euch fürs Zuschauen. Alles Gute, bis bald. Und wie gesagt, auf Instagram und Twitter und so und Facebook, da bin ich zwischendurch immer aktiv. Also guckt da gerne vorbei und alles Gute, einen schönen Tag oder schönen Abend für euch. Bis dann. Ciao, ciao. Gefällt dir das? Ja. Halt das mal bitte mit der deiner linken Hand am Ende fest. Da, ja. Aber, ja. Jetzt drehen wir mit der anderen Hand diesen dicken Gummiring. Der so ein bisschen genoppt ist. Der hier. Ja. Mhm. Ja, ein schönes Spielzeug. Mhm. Schneid mal raus, ne? Was wird da beschnitten? Ach Mann, so doof.